Zeit für ein wenig Gymnastik. Beim Dehnen solltest du darauf achten, auch ein bisschen mehr Bewegung ins Spiel zu bringen, dynamisch zu dehnen im Rhythmus deiner Atmung. Das statische Dehnen würde den Muskel zu sehr entspannen und nicht auf diese dynamische Belastung im Sport und Alltag vorbereiten. Ausatmen, einatmen. Der Atem bestimmt die Dehnung. Achte darauf, deinen Körper höflich einzuladen, beweglicher zu werden und nicht zwanghaft mit Krampf und Schmerzen an die Sache heranzugehen. Denn der Muskel ist von seiner Länge lange genug, um jederzeit auch die schwierigsten Yoga- und Akrobatikstellungen auszuführen. Jeder Muskel und jede Muskelzelle ist aber mit dem Gehirn verbunden. Und das Gehirn bestimmt die Spannung. Ist die Spannung hoch, der Tonus hoch, sind wir unbeweglich. Ist die Spannung niedrig, fühlen wir uns beweglicher. Effektives Dehnen sollte daher auch immer diesen Reflex, immer diesen Zusammenhang mit einbeziehen. Die folgende Methode wirkt spektakulär. Du legst dich auf den Rücken, hebst dein Bein hoch bis zur momentan maximalen Stellung. Dann drückst du gegen den Widerstand, spannst Beinstrecker und Hüftbeuger an. Das Gehirn wird automatisch die Gegenspieler, die Beinrückseite, entspannen. Wenn der Widerstand weg ist, wirst du merken, dass dein Bein weit in die Position kippt. Und du kannst dich so an eine Dehnstellung vorantasten, von der du vorher gar nicht zu träumen gewagt hättest. Auch im Alltag kannst du zum Beispiel eine Stiege immer wieder für eine schnelle Dehnübung zwischendurch verwenden. Denn Beweglichkeit ist vor allem Kopfsache.